Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution der 21er Version in Burundi, dem unglücklichsten Land der Welt. Ist es überhaupt noch aktuell oder hat sich mittlerweile schon was getan in der Hinsicht? Wir sind immer noch das unglücklichste Land der Welt, ja. Diese Lage hat es sogar ein bisschen verschlechtert, wenn ich es richtig gesehen habe. Moment. Hierhin, dann hierhin. Ja, die Lage hat sich sogar ein bisschen verschlechtert seit dem letzten Mal, aber ja, das ist am Anfang noch nicht so einfach, da direkten Effekt zu haben. Genau, wir haben beim letzten Mal Wirtschaftsverträge abgeschlossen. Und aktuell warten wir darauf. Wir haben erste Infrastrukturprojekte in Gang gebracht, wie eine Autobahn zwischen Bujumbura und Cibitoke. Und ja, wir haben aktuell Budgetprobleme und wir müssen erstmal warten, bis unsere Steuererhöhung durch ist, mit der ich mir ein bisschen was verspreche. So, 15. Januar, dann ist es fertig. Streik für ein Überleben der nationalen Industrie. Streik der Vereinigten Liga und Industrie hat gerade begonnen, bla bla bla. Da werden wir erstmal einschreiten gehen. Ach ne, haben wir schon, okay. Gegen die Misere. Ja, es ist halt nicht gut im. Es ist halt nicht so einfach im unglücklichsten Land der Welt. Das gebe ich zu. So. Was haben wir hier? Kaufkraft. Die Portemonnaies der Haushalte bleiben verzweifelt leer. Sie geben fast alles für Wohnungen und Nahrung aus. So ist das leider in diesem Land. Daran arbeiten wir noch. Untersuchungsbericht Unsicherheit. Nach einer Kurve, die unsere Experten errechnet haben, wächst die zugrunde liegende Gewalt nach einer kumulierten Sigmoid-Kurve, Herr Präsident. Mit anderen Worten, die Unsicherheit bearbeitet sich im Lande wie ein Buschfeuer. Ja. Yeah. Wir haben jemanden eingesperrt, den Gewerkschaftsführer. Ja, genau. Aber da bleibt uns jetzt aktuell nichts anderes übrig, als hart durchzugreifen. Wir brauchen aktuell mehr Beliebtheit. Das ist gar nicht so einfach. So, Platzmangel an Oberschulen. Herr Präsident, die Schüler der Gymnasien und Kollegs beginnen, sich eingeengt zu fühlen. Es wäre an der Zeit, Maßnahmen durchzuführen, um unseren Schülern gute Bedingungen zu garantieren. Ja, das stimmt. Die Tourismusfachleute ächzen. Herr Präsident, unsere Tourismusfachleute beklagen unseren Mangel, unseren Besuchern die vielen Sehenswürdigkeiten unseres Landes zugänglich zu machen. Ich kann Ihnen nur recht geben, ich persönlich ziehe es vor, meinen Urlaub immer im Ausland zu machen. Uff. Kultur, ja. Die Kultur vereinigt die Völker, das ist eine universelle Wahrheit. Indem ein spezifisches Ja einem bestimmten Land zugeteilt wird, können wir nicht nur die verschiedenen Aspekte der jeweiligen Kultur entdecken und wiederentdecken und unser eigenes kulturelles Erbe im Rahmen verschiedener Veranstaltungen bereichern, sondern auch die Beziehung auf diplomatischer Ebene verstärken. Der zweite Punkt ist nicht weniger wichtig. Denken Sie darüber nach. Ist das im Bereich Kultur? Events? Ein Kulturjahr zu Ehren eines Landes veranstalten. Oha, das ist teuer. 129 Millionen. Nee, das ist viel zu teuer. Kann man sie im Leben leisten. Nee, das lassen wir lieber. Was haben wir hier noch? Nationalen Feiertag schaffen. Ja, da muss man ja auch wieder Geld dafür investieren und so, lieber nicht. So, wir warten, wie gesagt, auf unsere Steuererhöhung in der Hoffnung, dass... Die haben den Zuckervertrag storniert. Herr Präsident, Ruanda wird sich derzeit einer besonders schwankenden Wirtschaftskonjunktur stellen müssen. In der Tat können unsere Verträge der Beschaffung Zucker mit diesem Land nicht mehr gehalten werden. Kurzum, wir müssen unseren Vertrag neu aushandeln oder andere Anbieter finden. Schade. Das hat nicht geklappt. Ich hoffe, die anderen halten wenigstens. So, wir haben ein bisschen Beliebtheit gekriegt, auch wenn wir aktuell da sehr schlecht stehen. Gewerbesteuergesetz ist durch. Verbesserung an der Armutsfront. Herr Präsident, das Elend ist leicht zurückgegangen. Das ist, wie ich zugeben muss, nur ein kleiner Sonnenstrahl, denn 72% unserer Mitbürger leben noch unter der Armutsgrenze. Sind noch sogar mehr geworden. Prävention. Unsere sanitäre Bilanz ist nicht die beste. Die gesundheitsschädlichen Herde sind in den Städten wie Pestbeulen und einige Viertel müssten dieser Logik folgend den Erdboden gleich gemacht und dekontaminiert werden. Wenn wir dort nicht aufpassen, könnte uns die Situation entgleiten und sich wie ein Krebsgespulst ausbreiten. Also handeln Sie. Unser eingeschleuster Agent wurde enttarnt und ermordet.
Das ist bedauerlich. Moment, da schicken wir gleich 9 rein. Wie sieht's da aus? Wir haben noch keine 9 Leute dazu bekommen. Und ich würde einfach schon mal versuchen, die Gewerbesteuer weiter anzuheben. Es mag sehr krass wirken, aber ich erhoffe mir davon einiges. Weil es auch in meinem Testlauf funktioniert hat. Dass wir da so gut an Geld gekommen sind. Ah, die ganzen Zellen sind eingerichtet worden. Anti-Management-Politik und deswegen gehen sie jetzt wahrscheinlich auf die Straße. Lifestyle des Präsidenten. Okay, da kann man auch was gegen tun, indem wir das, den Lohn senken. Wir erteilen der Armee den Befehl zum Angriff. Also ich werde da lieber direkt knallhart durchgreifen. Genau, wir haben die ganzen Zellen oder einige Zellen aufgebaut. Das ist ganz gut. In der Hoffnung, dass das nicht komplett auffliegt und kaputt gemacht wird, das Netz. Das wäre ein bisschen ärgerlich. So, was haben wir noch? Also, dann gucken wir mal gerade. Wie sieht die Situation hier? Aufstand in Bujumbura, genau, da arbeiten wir gerade dran. Ihr könnt auch mal versuchen, auf die loszugehen. Und dann kommen halt ständig noch weitere Nachrichten. Das setzt mich so ein bisschen unter Druck. Alkohol am Steuer. Ist sehr niedrig, stellt ein Problem zusammen am Straßenverkehr da. Mal schauen. Oh, das geht dann so schnell hier. Weg, weg, weg. Nehme ich alles zur Kenntnis. Schön, schön. Auch Zwischenstände von den Aufständen. Ja, das kriege ich ja mit. Und ja, wir versuchen jetzt die irgendwie kaputt zu hauen. So. Das kommt natürlich nicht so gut an. Unsere Beliebtheit ist gerade sehr niedrig. So. Ein Land ohne Wohnungen. Ja, und Ende der Aufstände. Ein Land ohne Wohnungen. Und meine Männer haben 2 Journalisten verhaftet, die die delikate, sogar gefährliche Lage der Wohnungen in Burundi untersuchten. Wir haben glücklicherweise das Richtige getan, damit keiner ihre Alarmrufe noch ihrer Kritik gegenüber der Regierung verbreitet werden. Ja. Wir brauchen unbedingt Beliebtheit. Im Zweifelsfall können wir noch versuchen, die Pornografiesteuer einzuführen und zu erhöhen, ne? Aber das möchte ich eigentlich vermeiden. Aber vielleicht müssen wir das machen. Kann sein, dass wir jeden Moment umgebracht werden oder so. Sieht gerade nicht so gut aus. Alljährlich machen Hilfe. Und haben Umfang des Militärübungen begonnen. Angesichts der heutigen Politik, über den sich häufig diskutiert, Wohnhandel haben wir in diesem Tag schon. Ja, finde ich jetzt weniger interessant, wenn ich ehrlich bin. Wir können jeden Moment umgebracht werden. Durch unsere Beliebtheit gerade. Das macht mich sehr nervös. Ich will die alle paar Tage am liebsten speichern. Wann ist die nächste Steuererhöhung fällig? Nein, da wollte ich nicht draufklicken. 28.01. Ich speichere gerade nochmal. Ich bin da sehr nervös gerade, was das betrifft. Weil unsere Beliebtheit so schlecht ist gerade. Das ist schlimm. Okay, einige Zellen errichtet. Schön, schön, schön. Wie gesagt, wir machen bei Singapur weiter, wenn wir neue Agenten für Außennetze haben. Ach, die Beliebtheit wird immer niedriger. Bald die Arbeitslosigkeit im Auge. Wie sieht's da aus gerade? 6%. War schon mal schlimmer in meinen Testläufen. Ah, da. Wir haben Beliebtheit gekriegt für unsere Finanzen. Sehr schön. Das ist schon mal gut. Jetzt können wir das ein bisschen entspannter. Huch. Ach, jetzt kommt die Stromknappheit, ne? Das wird das sein jetzt gerade. Ja.
Nach den großen landesweiten Stromausfällen in den vergangenen Tagen versammelt sich eine beachtliche Gruppe von Demonstranten derzeit in den Straßen der Hauptstadt, um ihre Verärgerung kundzutun. Das Land hat ganz klar eine rote Linie erreicht. Nun ist Improvisationskunst gefragt. Schwarzmarkt für Stromaggregate, Korruption von Kraftwerkbetreibern zugunsten von Privatunternehmen und sogar Umleitung von Strom von Windrädern, von Staudämmen und sogar von Rettungszentralen in geheime Stromnetze. Die Regierung riskiert einiges mit diesem Stromaufstand. Ja, genau. Das, was wir befürchtet haben, das ist eingetreten. Hier. Wir hatten eben noch 50 hier stehen. Ja, aber wir haben nur ein Kraftwerk, das 0,2 produziert. Deswegen keine Ahnung, wie die 50 da zustande kommen. Jetzt hat sich das halt angepasst zu dem, was wir halt auch wirklich produzieren. Und das ist halt weniger als die Hälfte von dem, was wir brauchen aktuell. Deswegen habe ich gleich angefangen, 2 Wasserkraftwerke zu bauen. Es dauert halt nur leider ein Jahr, bis die fertig sind. Und bis dahin werden wir ziemlich oft mit Aufständen zu kämpfen haben. Das ist halt der Nachteil dabei. Und wir werden die blutig niederschlagen, weil wir da möglichst wenig Zeit mit verbrauchen wollen. So, hier einige Zellen werden fertig. Das ist schön. Was haben wir denn noch hier? Änderung an Klimaschutzziele. Ja, wir können versuchen, was dafür zu tun. Aber wir müssen hauptsächlich die Wirtschaft in Gang bringen. Kleiner Überblick zur Bindung von CO2. Herr Präsident, im Kampf gegen die Erderwärmung können wir natürlich die CO-Emissionen senken. Wir sollten darauf... Blablabla, Bindung. Ja, Komischerweise wurde das gar nicht angezeigt hier in dem Bereich. Wir können gar nichts bauen in der Richtung. Das verstehe ich nicht so ganz, aber... Na gut, wir versuchen erstmal hier den Aufstand niederzuschlagen. So. So, und dann sind hier noch welche. So. Militär, Feuer, Ort und tötet. Ja, so ist das eben leider. So, und die ganzen Zellen werden weiterhin eingerichtet für unsere Industriespionage, die ich gerne betreiben möchte. Unser eingeschleuster. Okay, super. Jetzt blieb er wieder runtergegangen durch den Aufstand wahrscheinlich. Das ist natürlich wieder jetzt ungünstig. Haben wir schon wieder Aufstand? Och, Leute. Anti-Management-Politik. Und deswegen gehen sie schon wieder auf die Straße. Der Armeebefehl den Angriff geben. Ich habe den Eindruck, es sind ziemlich viele Leute. Ich werde aber gleich wieder anfangen, die Steuer nochmal weiter zu erhöhen. So. Damit wir einen Überschuss haben. Dann reicht's vielleicht auch erstmal. Mal schauen. Huch. Nee, Moment. Hier. Niederschlagen alles. Ach, in der anderen Stadt wird jetzt auch rumgekloppt. Na toll. Ups. Großartig. Moment, müssen wir auch nochmal rübergehen und da auch anfangen, auf die einzuknüppeln. Oder auf die zu schießen, besser gesagt. Nicht nur einknüppeln. Wir schießen ja auf die direkt. Ist jetzt nicht gut in Sachen Menschenrechte, ich weiß, aber ich habe das Gefühl, dass es uns nicht hilft, wenn wir die einfach gewähren lassen. Und mit Polizisten gegen anzukommen, ist schwierig. So, ja, wir haben eine schlechte Energiebilanz. Das liegt daran, dass da irgendwelche Zahlen nicht gestimmt haben am Anfang. Und die wurden jetzt aktualisiert. Jetzt haben wir einen Mangel. Aber da arbeiten wir ja dran. Energiesektor.
Ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Die sprechen von irgendeiner Privatisierung oder was? Keine Ahnung, was da los war. Aber wir haben wieder etwas Beliebtheit bekommen. Das ist ganz gut. Oh je. Die machen hier alles kaputt gerade. Die ganzen Zellen werden eingerichtet. Ja, ja, ja. Ja, haben wir noch irgendwas? Ja, alles uninteressant. Gut, ich klicke jetzt nicht alles weg. Da noch darüber. Und alles kaputt machen. Ah, und Bujumbura hat es schon aufgehört. So, haben wir es jetzt auch geschafft oder müssen wir noch? Da sind noch ein paar Leute. Was haben wir hier? Und in Großbritannien wurden schon. Ja, wurden schon zwei Leute verhaftet. Habt ihr es jetzt? Naja, auf jeden Fall ist nur eine Frage der Zeit. Genau, ist vorbei. Gut, dann haben wir da auch wieder Frieden hergestellt. Uff. Oh, die haben sogar Solarenergie. Krass. Haben wir nicht. Was haben wir noch? Stornierung, Kaufverträge, Schaffleisch und Automobilbau. Ach Mann. Ist ärgerlich. Ja gut, ich würde sagen, wir versuchen so nächstes Jahr nochmal neue Sachen auf. Viele Menschen sind aus. Ja, ich weiß. Versuchen wir nächstes Jahr nochmal neu auszuhandeln. Die Kraft unserer Mitbürger hat in letzter Zeit. Oh, die hat zugenommen? Tatsächlich. Interessant. Ich weiß gar nicht wieso, aber nicht schlecht. Moment. Wir sind aber immer noch letzter der Welt. In dem Bereich. So, da wird wieder demonstriert. Schon wieder ein Aufstand. Es kommt auch, glaube ich, von unseren ganzen Steuererhöhungen. Was haben wir hier? Gewerbesteuergesetz ist durch. Was haben wir hier? Ermutigung. Sie haben sich der humanitären Sache ernsthaft verschrieben. Und echt? Haben wir was erreicht? Nö. Die Zahl ist, das ist schlimmer geworden bisher. Wir haben noch gar nichts erreicht in dem Bereich. Huch, was denn jetzt passiert? Auf sie mit Gebrüll! Und da auch noch hin. So. Und in Brasilien wurden auch noch zwei Leute verhaftet von uns. Ja, wir haben jetzt weniger als vorher. Hoch, man kann sogar noch mehr Leute einstellen. Interessant. Je mehr Agenten, desto besser. Da, sie können nicht alle alle verhaften. Ey, wenn wir genug Leute haben. So, Stornierung, Kaufwert. Oh, schon wieder einer. Oh, wir sind bei 100% Beliebtheit. Sehr schön. Was ich jetzt machen würde vielleicht, in der Hoffnung, dass es nicht allzu negativ ankommt, ich würde ganz gerne, was haben wir denn momentan? Bevölkerungswachstum 4,64%. Ich würde gerne schon mal das erste, was ich mache, wenn wir bei 100% Beliebtheit sind, ich speichere gerade mal. Und dann möchte ich die Partei wechseln. Denn die rechte Partei, in der wir sind, die wird uns nicht wirklich gut tun. Die tut uns nicht wirklich gut. Deswegen werden wir eben eine neue Partei gründen. Und ich dachte, das ist auch links, so nach Motto Sozialdemokratie oder sowas in der Richtung.
politische Parteien. Wir haben keine linke Partei im Land. Meine politische Partei wechseln und wir gründen eine neue Partei. Würde ich sagen. Oder? Weißt du was, machen wir in der nächsten Folge. Wir haben jetzt gerade schon einen schönen Punkt erreicht, an dem wir Feierabend machen können für heute. Dann machen wir es beim nächsten Mal. Haha. ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Wir schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.